Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video und herzlich willkommen zur Woche Nummer 21 der Top 5 Confusion Clips of the Week. Und erstmal Entschuldigung, dass ich in den letzten Tagen nicht so viele Videos gebracht habe. Liegt einfach daran, dass ich schon wieder Komplikationen mit meinem Internet hatte und übers Wochenende jetzt irgendwie so gut wie gar kein Internet hat. Deswegen konnte ich nicht streamen etc. Aber egal, was soll's. Auf jeden Fall starten wir schon mal mit Top Nummer 5, Platz Nummer 5 natürlich, auf der Map Raid im Modus infiziert. Und ihr kennt ja natürlich diesen, ja, Infiziert-Spot da oben, wo sich alle Leute immer mit dieser Shotgun-Bulldog hinhocken. Und reißt ja erstmal einen zweifach Abpraller Tomahawk Kill und stirbt dann halt wieder, hat natürlich dann wieder seinen Tomahawk, wirft es wieder und prallt schon wieder ab und kriegt den Kill. Auf jeden Fall verdient auf Platz Nummer 5 und weiter geht's mit Nummer 4. Hier spielt der Spieler mit seiner, ja, wie heißt die Sniper, L100, was auch immer, und wirft hier ein Wurfmesser an den Helikopter, an diese Killstreak, wo man draus snipen bzw. rausschießen kann. Und er trifft den Spieler, der da drin hockt, und kriegt den letzten Kill im Frei für alle in der Killcam. What? What? Wie geht das? Alter, ich hab's mir selbst ausgetestet, aber irgendwie komme ich da nicht irgendwie hin und krieg's irgendwie nicht hin oder auch nicht gebacken. Aber egal, weiter auf Platz 3 spielt der Spieler Black Ops 2 auf der Map Nuketown. Und ja, ihr seht es selbst, das ist Spawn Trap auf höchstem Niveau, wirklich. Alter, Collateral auch dabei, alles dabei, Mann. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber man muss auch dazu sagen, dass er sehr viel Glück hat und ja, dabei nicht abgeschossen wird, beziehungsweise wird abgeschossen, aber irgendwie stirbt er nicht und hat irgendwie fast unendlich Leben, so wie es aussieht. Auf jeden Fall auf Platz 2 haben wir hier einen Clip aus COD 4 von dem Spieler Tada. Die meisten von ihnen kennen ihn, er ist ein sehr bekannter COD 4 Feeder. Und was er hier schon wieder reißt, ist einfach wirklich unglaublich. Einfach unglaublich, aber wahr. Aber nein, ohne Spaß, wenn ich immer sowas hier probiere, irgendwie so ein 10-Mann-Feed mit der geilen Sniper hier, aber es funktioniert bei mir nicht. Und das ist bei ihm immer klappt, natürlich hat es auch viel mit Skills zu tun. Und dass er so ein Feed wieder reißt, auf jeden Fall wollte ich ihn eigentlich auf Platz 1 hauen, aber hab dann gelassen, weil ich jetzt nicht wusste, ob er es wirklich war, der mir da den Clip eingeschickt hat, weil er seinen Kanal damals geschlossen hat. Aber egal, weiter schnell auf Platz 1, hab's total vergessen. Hier reiste ein 7-Mann-Silent-Feed. Aber es war ein gesplitteter Feed, also es ist aber trotzdem noch heftig. Und gleich kommt noch ein Wallbang dazu. Und insgesamt alle Kills waren Silent, ich glaube bis auf einer. Aber das kann man auch nicht wirklich immer so abstimmen. Und da hat er den Wallbang gerade gerissen. Und ich finde, sowas ist wirklich schwer zu erreichen. Allgemein Silent dennoch zu hitten und 7 Mann. Auf jeden Fall verdient auf Platz 1, finde ich zumindest. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, welchen Clip ihr am besten fandet. Weil ich kann es nicht wirklich immer so abstimmen mit eurer Meinung. Deswegen schreibt einfach mal in die Kommentare. Und falls ihr auch so welche Clips habt, schickt sie einfach an top5cookie@gmx.de. Und ich bin raus, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Tschö, tschö.